Weil ich eben noch mal gefragt worden bin aus den Reihen der AfD, wie verlässlich ist das, will ich das gerne noch einmal versuchen zu betonen. Und weil auch bei Frau Dr. Schwenke, möglicherweise hatte ich Sie jetzt mit Ihrer vorbereiteten Rede überholt, dann wäre das böse, das täte mir leid. Ich hatte angenommen, wir hätten es vorher schon klarer kommuniziert. Es sind zwei Blöcke. Die 150 Millionen in den ersten 3 Jahren bis zu 100 Millionen ist eine Vereinbarung. Das ist, ich sage mal, die allgemeine Investitionspauschale für Straße, Schule, Kita und so weiter. Und wenn Sie jetzt die Grafiken des Kollegen Brotkorb hätten, dann würde darunter extra ausgewiesen 27 Millionen gehen für ÖPNV, Schrägstrich kommunale Straßenbaurichtlinie, ehemals rüber. Das kommt sozusagen auf die 100 oder 150 drauf, verteilt sich aber nochmal auf ÖPNV und kommunalen Straßenbau, so wie es bisher in etwa gewesen ist bei unseren beiden getrennten Förderrichtlinien, die wir im Haus hatten. Dazu haben die Beteiligten, um vielleicht mal die Werte auch anzugeben, bisher haben wir 13,5 Millionen Euro pro Jahr in kommunalen Straßenbau über diese Richtlinie gegeben und 10,3 Millionen über eine andere Richtlinie in den ÖPNV, aufsummiert 23,8. Vereinbart ist, das sind rechnerische Effekte, 27 Millionen gehen künftig für diese beiden Zwecke direkt ins FAG. Es gibt für das FAG nach den Verhandlungen, jetzt muss Matthias Brotkorb im Zweifel knurren, wenn ich es falsch sage, ein Eckpunktepapier, was am Ende der Verhandlungen gemeinsam unterzeichnet worden ist von der Landesregierungsseite und von den kommunalen Vertretern. Mit Erlaubnis der Präsidentin würde ich daraus zitieren, weil ich hoffe, dass dann klar ist, dass es tatsächlich auch verlässlich und verbindlich zwischen den Beteiligten vereinbart ist. Ziffer 7, die kommunale Selbstverwaltung und Entscheidungsfreiheit wird erhöht, so die Überschrift. Die kommunale Freiheit über Investitionsentscheidungen soll neben Einführung der allgemeinen Infrastrukturpauschale, von diesen 150 bzw. 100 Millionen Euro, zusätzlich durch Übertragung von Fördermitteln bei Einstellung und Reduzierung entsprechender Landesprogramme erhöht werden. Dann kommen ein paar Zeilen, die ich nicht zitieren mag, weil sie fremde Programme betreffen, dann kommen aber die, die wir jetzt diskutieren. Hierdurch fließen der kommunalen Ebene 27,3 Millionen Euro für Straßenbau und ÖPNV zusätzlich zu. Das Verkehrsministerium reduziert im selben Umfang seine entsprechenden Förderprogramme. Es war also allen Beteiligten auch bei den Verhandlungen klar, dass man etwas umswitcht und aus der bisherigen Fördersystematik hineinnimmt ins FAG. Ich hoffe, ich konnte damit nochmal dazu beitragen, klar zu sagen, da gibt es Unterschriften drunter. Alle Beteiligten wussten, dass es eine Veränderung herbeiführt, aber Land ist auch fest in die Pflicht genommen, ist also nichts, was wir hinterher nochmal drehen können, sondern wir uns schon klar committed haben. Ich hoffe, ich konnte damit auch ein Stück weit die Sicherheit abbilden, die wir glauben, dass wir damit allen Beteiligten und uns selbst schon gegeben haben. Herzlichen Dank für die nochmalige Möglichkeit.